Hallo zusammen. Ja, ich wollte mal heute live gehen, weil es haben einige gefragt, ich soll das mal wieder machen. Und jetzt bin ich hier, mal schauen, ob sich da ein paar einwählen zum Thema Buy and Hold ist wirklich einfach. Man muss es einfach, also man muss das verinnerlichen und das Problem, was halt auch viele haben, ist, dass sie wollen halt immer zu schnell ihre Gewinne verkaufen. Und wenn eine Aktie halt abstürzt, dann bekommen sie Angst und dann verkaufen sie vielleicht auch zu einem extrem niedrigen Zeitpunkt. Hallo Katrin, und deswegen habe ich mir angewöhnt, einfach Buy and Hold zu machen. Du hast ja fantastische Unternehmen wie jetzt die Infineon, das war ein Penny Stock, die haben ums Überleben gekämpft, Tesla. Diese Akamai aus USA, die machen im Grunde das Internet schneller für Kunden. Wenn jetzt so einer wie Netflix ein schnelles Internet haben will für seine Kunden, holt er sich halt so Spezialisten als Partner dazu. Und die waren auch schon ein Penny Stock und sind jetzt ein profitabler, milliardenbewerteter Konzern. Und so viele halt Firmen gibt es, die haben schon gekämpft ums Überleben und haben es dann doch geschafft. Und dann verkaufst du vielleicht zum unmöglichen Zeitpunkt auf einem niedrigen Niveau. Hi, genau. Also, grüße euch. Wenn ihr eine Frage habt, einfach los damit. Dann versuche ich die zu beantworten. Ich muss dazu sagen, ich weiß auch nicht alles. Und ich kann hier auch keine Anlageberatung machen, weil das ist alles zu. Ich kenne ja eure individuellen Finanzverhältnisse nicht und eure Risikoneigung und so. Hey, Grüße Jürgen in die Eifel. Wenn jemand eine Frage hat, einfach losschießen. Hier sind 72 Leute da. Ich habe den Live-Chat auch gar nicht angekündigt. Ich bin einfach mal so aufs Geratewohl hier reingegangen. Und mal schauen. Jedenfalls, man darf halt keine Angst haben an der Börse. Man muss einfach das sehr gelassen sind und stetig halt am besten. Also ich meine, die meisten, die fahren einfach gut mit einem ETF oder einem Indexfonds. Du sparst halt jeden Monat da stetig rein und so wirst du gut abschneiden über Dekaden hinweg. Das ist auch ein Problem, weil viele Leute nicht die Disziplin haben. Sie wollen halt schnell reich werden. Da wird halt viel und wild spekuliert und da setzt man viel Geld ein, viel zu risikoreich und am Ende hat man gar nichts oder gibt dann auf, entnervt nach ein paar Jahren, wenn nichts bei rumkommt. Grüße Stefan und Grüße nach München, Grisi, nach Darmstadt, das ist ja fast in meiner Heimat. Hey, dann ja, Matt, da ein Stream, genau. Umweltaktien haben eine große Zukunft auf jeden Fall. Da gibt es ja den ganzen Trend, dass Großinvestoren und Endowment Funds, Harvard und MIT, die haben ja alle Milliarden, die sie verwalten. Und viele Stiftungen, die gehen in diese Richtung, dass sie nachhaltig investieren wollen. Und da besteht auch bei den anderen Profi-Investoren ein enormer Druck. Immer mehr Länder, so Staatsfonds investieren nach grünen, nachhaltigen Gesichtspunkten. Da geht also ganz groß die Richtung hin. Natürlich heißt das nicht, wenn eine Firma grün investiert, dass das immer alles toll ist. Und da gibt es auch viele Probleme. Und es ist nicht so einfach, zum Beispiel bei Nordex, die bauen Windmühlen, so Windräder, haben große Probleme gehabt, obwohl sie ganz tolle Investoren hatten. Da war ja auch eine Familie Klatten beteiligt, soweit ich weiß, also die BMW-Erben. Und große, große Probleme gehabt. Und jetzt haben sie wieder eine riesen Kooperation gemeldet, aber das ist gar nicht so einfach, nachhaltig zu investieren. Aber man findet schon erfolgreiche Konzerne und da geht ein klarer Trend hin. Staatsanleihen als Sicherheitspuffer. Ich habe keine Anleihen, auch keine Staatsanleihen. Ich habe ein bisschen Cash im Girokonto, so 5.000 bis 10.000. Und das ist mein Sicherheit. Der Rest ist alles in Aktien und Immobilien. Und ich habe eine kleine Mieteinnahme, die gibt mir ein bisschen passive Einkommensströme und dann Dividenden. Palantir, IPOs mache ich gar nicht, die kommen jetzt an die Börse, genau.
ist nicht mein Ding. Börsengänge kann ich oft nicht einschätzen. Ich möchte erst mal sehen, wie die sich so bewähren an der Börse. Nasdaq 100 ETF kann man machen, ja. S&P 500 hat halt mehr Firmen als die Nasdaq 100, also 500 statt 100. Ich bin mehr zu getan dem S&P 500. Grüße nach Köln, Serkan. Ja, danke für die vielen. Nasdaq 100 kann man machen, wie gesagt. Ja, ist auch verdammt gut gelaufen. Vanguard, All World, High Dividend. Ja, es ist halt auch so ein Trendthema, diese Dividenden und so. Vanguard ist super, vielleicht nur den All World. Warum gerade ein Dividenden-ETF? China-ETFs. Tja, China ist ja eine Weltmacht geworden. Warum eigentlich nicht? Aber ich habe das nicht. Ich habe nur US-ETFs, den S&P 500. Wird Ford überleben? Ford hat ja große Probleme und ist ja auch wieder abgestürzt. Und da heißt immer, die gehen private. Das heißt, die gehen zurück, also die weg von der Börse und wollen sich dann sanieren in aller Ruhe. Michael Dell hat es ja auch gemacht mit seiner Dell Computer, PC-Firma, Laptop-Firma und hat sie aber dann wieder zurückgebracht an die Börse, weil die dann auch wieder Geld einspielen wollen. Kann passieren. Ford, keine Ahnung, ob die das schaffen. Es ist in Deutschland genau das gleiche Problem. Daimler, Volkswagen, Conti. BMW sind bitter abgestürzt, die werden ja fast bewertet, also alle fast unter Buchwert, es sind ja fast Bewertungen von Insolvenzfällen, sehen ja schon so aus. Das liegt auch daran, sie sind halt hoch verschuldet, der Wandel und Tesla stiehlt denen die Show und die haben schon Probleme mit dem Wandel mitzuhalten, mit dem autonomen Fahren und so. Aber ich glaube nicht, dass die untergehen werden. Vielleicht gibt es da Fusionen und Kostenkürzungen und so. Mal schauen, was passiert. General Motors ist ja auch abgestürzt und Warren Buffett ist bestimmt auch enttäuscht von General Motors. Da ist ja der Großaktionär. Stachelchen, hallo, hallo. Das Stachelchen. Hi Tim, toll heute. Also ich komme kaum nach. Bleibe einfach gesund und glücklich. Genau, das wünsche ich euch auch. Am wichtigsten ist das. Gesundheit und Zufriedenheit. Und ich würde noch sagen, Ehrlichkeit ist total wichtig. Also ist mir wichtig. Der Rest ist ja eigentlich irrelevant. Dass man halt was zu essen hat und ein Dach über dem Kopf hat. Hey, Grüße nach Freiburg. Du kannst ja bei Markus Koch vorbeischauen. Ja, ich habe den auch schon getroffen und gesprochen. Das ist ja mehr so ein Trader. Grüße nach München. Ich habe dem auch kürzlich mal geemailt, der antwortet auch nicht. Also keine Ahnung, was mit dem los ist. Markus Krall, Prognose zum Börsencrash. Ja, ich bin halt ein Optimist. Da gibt es halt viele. Waste Management ist eine tolle Dividendenaktie zum Buy and Hold machen. Müll ist ja ein wachsendes Geschäft. So traurig es ist, aber wir Konsumleute haben halt immer mehr Müll. Da ist auch jeder von uns dran beteiligt an der Müllproduktion. Ich glaube, es ist eine schöne Aktie. People's United Financial, Weyco Group, Archer Daniels, Münchner Rück, kann ich was zu sagen? Ja, also konservativ geführt. Rückversicherer, also die Versicherungen, die versichern sich da wieder bei Münchner Rück, um ihre hohen Schäden abzudecken. Damit sie im Grunde nicht pleite gehen, wenn was ganz Schlimmes passiert, ein Hurricane, zum Beispiel die USA lahmlegen würde. Und die sind sehr niedrig bewertet vom KGV und so. Es kommt ja wieder die Sturmsaison. Aber es ist eine konservative Aktie mit einer hohen Dividende. Münchner Rück finde ich interessant. Ich habe sie nicht. Mein Lebenspartner ist Amerikaner, genau. Luisenpark oder Central Park, ja, beide sind schön. Luisenpark in Mannheim ist ein super schöner Park und es ist eine teure Gegend dort, erholsam und ruhig. Beides ist schön. Central Park ist natürlich eine Nummer größer. Ihr seid Boomer im Geiste. Hey, also alle Firmen und so, American International Group hat sich nie richtig erholt. Das ist ein ganz großer Versicherer, der ist hier unten ums Eck. AIG kurz.
An der Water Street ist der beheimatete Hauptsitz und die Büros sind alle leer. Da scheinen auch alle von zu Hause zu arbeiten. Direkt hier am East River im Financial District, fast direkt an der Uferzone zum East River. Leider hat sich nicht groß entwickelt und das Ding notiert auch unter Buchwert. Vielleicht ist das so eine Value Investment, schönes Value Investment. Keine Ahnung. Hey, und was IPO mache ich ja nicht, weil hier immer wieder Fragen kommen. Und IPO steht nicht. Hey, Apple zu spät, ist verdammt gut gelaufen. Würde ich jetzt persönlich jetzt kleine Nachkäufe machen, aber jetzt würde ich nicht groß einsteigen. TUI strauchelt und die brauchen immer wieder Unterstützungen, Staatshilfen. Reisen ist ja eingebrochen, fast zum Stillstand gekommen. Naja, TUI, vielleicht so als Turnaround. Es ist natürlich interessant, wenn alle Aktie A kaufen, gehst du in die andere Richtung, kaufst Aktie B, weil sie abgestürzt ist. Schon eine Value-Strategie. Und irgendwann in 2, 3 Jahren, 5 Jahren ist vielleicht das Virus hoffentlich, sage ich mal, vergessen und dann reisen die Leute wieder wie verrückt. Davon ist auszugehen. Und deswegen ist vielleicht ein schönes Investment mit Geduld, langfristig reinzugehen. Ja. Shell, ich habe auch Ölaktien, ich habe Chevron, ist auch bitte abgestürzt. Hohe Dividende, ist es bei Exxon genauso. Ich habe die auch halbiert, Exxon habe ich halbiert, bei meinem Einsatz. Ist bitter, ich behalte die. Grüße nach Metzingen, das ist ja bei Stuttgart, da ist ja Hugo Boss in der Ecke von, die haben ja so Fabrikverkäufe dort. Und ich habe ja in Stuttgart studiert, das kenne ich gut. Tencent nachkaufen ist ja auch total trendig, ein riesen Wachstumswert aus China, bestimmt spannend. Hey, und Leute, ich weiß auch nicht alles, ich mache genug eigene Fehler. Und wenn ich das alles wüsste, bye bye, du Trottel, ja, danke schön. Ditto. Was hältst du von den Gerüchten um BP? Ein grüner Umbau steht bei denen bevor, kann passieren und ist denkbar. Da müssen sich viele Ölfirmen drauf einstellen wohl. Es gibt ja bei den deutschen Versorgern, bei E.ON, RWE, überall die Richtung Nachhaltigkeit, Sonne, Wind und so, dass da investiert wird in Digitalisierung. Das steht an. Total ist auch bitter abgestürzt. Hey, American Express, das ist ja Warren Buffett, der größte Aktionär, die sind hier auch ums Eck, Financial District. In Battery Park City haben die ihren Stammsitz. Ist bestimmt auch eine schöne Chance. Was hältst du von Boeing? Hat es auch zerrissen mit Corona. Dann hatten die ja auch Probleme mit ihrem mit einer neuen Baureihe. Und ist totale Katastrophe, da knallt und knirscht und der Kurs ist total gecrashed. Aber auch eine schöne Turnaround. Also es ist ein gegen den Trend laufendes Investment. Wer die Zeit hat, die Geduld, die Nerven, der macht das. Ja, hey, danke für deine Stimme beim Finanzblog Award. Heute gibt es ja so viele Trolle, oder? Was ist da los? Cody ist ja die deutsche Familie Reimann investiert, das ist ein Parfümhersteller. Und ich hoffe mal, die erholen sich, ein großer Sanierungsfall. Das liegt auch daran, dass der Einzelhandel verändert sich. Die Kaufhäuser haben Probleme, das war deren früherer Absatzkanal, die Kaufhäuser. Diese ganzen Parfüms stehen da halt im Regal, diese ganzen Verkaufsstände, das ändert sich. Die Leute kaufen heute online. Und da muss sich halt auch Coty anpassen und das Rad nochmal neu erfinden. Die müssen sich neu ausrichten und so. Ja, Camping World Holdings. Camping ist auch ein Riesentrend. Ist bestimmt schon gut gelaufen. Muss man sich jetzt anschauen. Danone, keine Ahnung. Habe ich jetzt auch nicht weiterverfolgt. Die Luftfahrt ist echt ein Problem gerade. Da gibt es auch einige Insolvenzfälle. Also da zu investieren ist nicht ohne Risiko.
Und ob das Boeing ist, ob das die Airlines sind, ob das Lufthansa ist, man muss da, das ist, also da gehört schon Mut dazu und ein gewisses Risiko muss man da schon in Kauf nehmen. Also da gehen einige, da werden auch einige pleite gehen, auch vielleicht. Ja, und Strategie Buy and Hold. Was willst du mit deinen Aktien machen? Stift den Grün, genau, spenden, vom passiven Einkommen leben. Wenn man Buy and Hold macht, hast du auch Dividenden. Das sind ja nicht alles keine Ausschütter, sondern du hast auch Ausschütter. Spenden, was Gutes tun, auf jeden Fall. Beyond Meat ist teuer, hoch bewertet, aber auch ein Riesentrend. Und ich esse das Zeug gerne, muss ich sagen. Wir grillen als diese Beyond Meat, diese, die haben so tolle, so Hackfleischpackungen, das schmeckt total lecker. Kaufen wir, da machen wir so 6 Burger draus. Und das kostet 6 Dollar, 7 Dollar, 6, 7 Dollar. Das geht an für sich. Grüße nach Hessen. Ja, nach Hessen über den großen Teich. 3D-Druck, das war auch mal so ein Trendthema. Dann ist es so eine Blase geworden wie bei dem Cannabis. Aber ist jetzt wieder schön korrigiert. Auf jeden Fall ein Blick wert. Also da gibt es schon interessante Firmen. Boeing, um Gottes Willen. Da gibt es auch Leute, die sagen, die wollen nicht in Rüstung investieren und da ist ein Stück weit auch Rüstung mit dabei. Das muss jeder selbst wissen. Übrigens, gegründet worden ist Boeing von einem Bayern, der ausgewandert ist und emigriert ist nach USA, ein Ingenieur. Und Airbus ist das gleiche in Grün. Das sind die zwei großen Monopole. Die bauen Flugzeuge, zivile Luftfahrt, als auch Rüstung. Das eine ist europäisch, das andere amerikanisch. Wasserstoffmarkt auch sehr interessant. IVU Traffic Technologies, die sind aus Berlin. Die machen für die Deutsche Bahn und für Busse und den ÖPNV machen die Software zur Einsatzplanung und so. Total spannend und die haben noch volle Auftragsbücher. Sehr spannende Aktie, schöne Turnaround-Stories. Und bei denen läuft es fantastisch gut, ist einer der besten Performer. Ja, Beyond Meat, ich kaufe so ein richtig großes Paket, da ist Hackfleisch drin. Und da mache ich das, teile das durch vier, schläge das ganze ganzen Hackfleischklumpen. Das ist ein Riesending, so richtig dick. Auf den Grill, das kostet 6 Dollar. Und dann teile ich das durch vier und habe so riesendicke Burger Patties dann. Und dann machen wir uns vier Hamburger, da kommt Ketchup drauf. Und Senf und Gurke und frische Zwiebeln und ein paar Salatblätter, das schmeckt so gigantisch. Aber hey, ehrlich gesagt, wahrscheinlich gesund ist es nicht. Ich bin ja Veganer geworden, 90% Veganer. Viel Gemüse und Obst, ich kaufe da also alles Grünzeug, was es gibt, Zucchinis und Brokkoli und also ich bestehe jetzt nur noch aus Grünzeug. Wieso? Eine Giraffe oder ein Kaninchen, ich esse nur noch Grünzeug, Salate und israelischer Salat schmeckt mir total gut. Apple und Tesla sind ja auch Riesenläufer, Selbstläufer. Gigantische Performance sind ein bisschen teuer geworden, würde ich mal sagen jetzt. Vielleicht kommt es da noch zu einer großen Korrektur, aber ich hab Apple, nicht Tesla. Habe ich komplett verpasst. Super Firmen, super geniale CEOs. Schnell reich werden, genau, das geht leider nicht mehr. Es ist langsam, stetig und wie so eine Schildkröte kommt man da ans Ziel. Hey, danke, Georg, dass du dabei bist. Beyond Meat, das sind halt dann die dünnen Hamburger für 3,60 bei Aldi Nord. Das schmeckt auch gut. Das sind, ich zahle so 6, 7 Dollar bei Tage, das ist wahrscheinlich genau das gleiche preislich. Hey, ja, was kann ich euch alles noch erzählen? Verschiedene Aktien habe ich so knapp 50, ich glaube 47 oder so in meinem Depot. Sie, und davon sind auch ein paar Penny Stocks und komplett wertlos geworden. Warta ist auch super spannend, die sind halt jetzt auch ziemlich stark gelaufen. Die entwickeln Batterietechnologie, haben auch Fördermittel bekommen. Ich glaube, die haben auch bei Hörgeräten, Batterien für Hörgeräte haben die einen hohen Marktanteil. Die wollen jetzt da Richtung Auto, ich glaube, gehen und noch andere Bereiche abdecken.
Hey, was bedeutet eigentlich, wenn eine Aktie unter Buchwert notiert? Naja, die Buchwerte, heute bedeutet es nicht mehr so viel, aber ein Buchwert, da sind auch so gekaufte Firmenwerte drin und Fabriken und alles, was man halt anfassen kann, Gebäude, Lizenzwerte sind drin und das Lager ist drin im Buchwert und Forderungen, offene Forderungen, der Cashbestand ist im Buchwert und Schulden werden dann im Grunde subtrahiert. Der Buchwert sagt eigentlich, was alles da ist, halt an richtigen Werten. Und wenn eine Firma drunter notiert, heißt das, das ist halt ein totales Schnäppchen für einen Value-Investor. Aber das heißt eigentlich, wenn du die Firma einstellst und alles verkaufen würdest, würdest du mehr Geld bekommen, als momentan die Börse dem zubilligt. Aber man kann ja nicht gerade eine Firma so einstellen, man hat ja auch noch Verpflichtungen. Muss dann noch Abfindung zahlen und Auflösung und Anwälte und Berater nehmen und dann am Ende hat man doch mehr Kosten. Ja, die Trolle und die Kritiker nur herzu. Wer sich für ETFs interessiert, dem kann ich Gerd Kummer empfehlen. Ja, der hat recht. Der ETFs ist sehr smart und der erklärt es auch gut. Und ETFs ist eine feine Sache. Welche Aktien willst du noch haben? Naja, ich habe mich noch nicht entschieden. Ich habe jetzt momentan auch gar kein Geld flüssig. Ich bin ja immer voll investiert. Ich schaue mir aber immer Sachen an und habe so immer was auf dem Schirm. Die Delticom finde ich interessant. So ein Online-Reifenhersteller-Vermarkter, die haben jetzt ein tolles Quartal gehabt. Ich habe sie nicht, ich will sie auch nicht kaufen. Ich kaufe eigentlich nur amerikanische Aktien, aber die ist mir aufgefallen. Und die arbeiten am Turnaround, die haben so verlustreiche Töchter eingestellt und haben es scheinbar sind die auf dem Weg, profitabel zu werden, aber die haben auch noch ein Cash-Abflussproblem. Scheinbar können sie es lösen, ohne neues Geld einzuwerben. Und die haben halt den ganzen Laden saniert, die sind eingebrochen, um 80, 90% Delticom aus Hannover, halt eine Online-Firma. Vielleicht schaffen sie den Turnaround. Und da siehst du am Kurs, dass er sehr positiv reagiert hat nach einer guten Quartalszahlsmeldung jetzt kürzlich. Und auf dem niedrigen Niveau, rund 4 Euro, ist das schon ein Blick wert. Die waren mal bei 80 Euro im Jahr 2012. Warum nicht mal anschauen, sowas? Und waren sogar noch höher. Also, Delticom finde ich interessant, aber Leute, ich weiß nicht, alles hohes Risiko. Hey, ich kaufe nur noch amerikanische Aktien eigentlich, keine deutschen mehr. Grüße nach Ludwigshafen am Rhein, das ist bei mir um die Ecke, da ist ja BASF beheimatet, auch eine super Value-Aktie, finde ich persönlich sehr bitter abgestürzt. Liegt am Welthandel, der eingebrochen ist, wir haben eine Konjunkturkrise, wir haben im Grunde eine Rezession weltweit. Hey, jetzt haben wir 23 Minuten, ich gebe euch noch ein paar Sekunden. Halbmarathon, tolles Ziel. Ich habe schon Ultramarathons bin ich gelaufen. Leute, wie Tim, genau, Argument für Automation, automatisch sparen mit einem Sparplan. Ich habe jeden im Grunde stetig gespart in Aktien und einfach das liegen lassen. Genau. Hey, und Währungsverluste, gut, das gehört dazu. Warum keine deutschen Aktien? Naja, ich muss dann auf Dividendenabschläge zahlen, Steuern und so. Grüße nach Speyer, das ist ja bei mir in der Ecke, Mannheim. Wir sind ja alle benachbart. Aber Mannheim muss ja sagen, es tut mir leid, Speyer, aber Mannheim ist der Nabel der Welt, Marcel. Für mich zumindest. Die Trolle, lass sie spielen, die Trolle. Trading mit Optionen, P2P mache ich nicht. Da kenne ich mich auch nicht aus, da bin ich so doof zu. Da bin ich so doof so zu. Lass sie trollen. Guten Abend aus dem Odenwald. Das ist ja natürlich auch meine Heimat. Hey, im Odenwald, da bin ich immer gern wandern gegangen als Kind, Jugendlicher, als
junge Erwachsene, wir waren da immer, sind wir so eingegangen, da gibt es ja ganz tolle so Bauernhöfe, ehemalige, die dann so Gaststätten machen und Gasthäuser haben. Hey, da kannst du essen gehen, total schnäppchenmäßig und frisch alles gemacht. Also das hat mir immer Spaß gemacht, in den Odenwald zu gehen, wandern gehen und dann einkehren. Schwarzwald, ja, Schwarzwald kenne ich auch gut. Ist auch toll zum Wandern und Leben am Rande in der Natur. Coca-Cola ist ja eine riesen Gelddruckmaschine. Die haben eine riesen Marge. Wasser verkaufen mit Zucker und Geschmacksdingern. Hey, jetzt sind wir 25 Minuten. Ich wollte mich nur mal kurz melden und ich komme jetzt mal wieder häufiger hier live ins Stream und kündige das mal an. Kryptos habe ich nicht. Größe nach Heidelberg, das ist ja auch meine Heimat. Ich bin in Schriesheim zur Schule gegangen. Ich war oft in Heidelberg mit Freunden. Das war immer super dort. HelloFresh, die machen so Kochboxen und läuft fantastisch. Sind alle natürlich jetzt hoch bewertet, aber das ist ein neues Marktsegment am Entstehen, was es vorher noch nie gab. Und deswegen ist da noch Riesenpotenzial, genauso wie die Essenszustellung. Grubhub in Amerika. Wir haben das ja auch in Deutschland, die Essenszustellung. Und das läuft fantastisch. Die sind ja jetzt in den DAX aufgestiegen oder werden da aufsteigen. Das ist ein neues Marktsegment, was entsteht. Und das hat einen Milliardenmarkt. Also das ist wie diese Autofahrt mit Uber oder Lyft. Also wer da clever ist, der kann da Geld scheffeln ohne Ende, wenn er einen hohen Marktanteil hat. Fehlt noch bei Uber und Lyft, die sind noch verlustreich. Aber neuer Markt entsteht, Milliardenmarkt, das ist ein gigantisches Potenzial, da stehen wir noch am Anfang. Da ist es total interessant. HelloFresh ist nicht günstig, nein. Überhaupt nicht günstig. Und müsst ihr euch mal anschauen, die ganzen Zusteller, die ganzen Logistiker. Essenszustellung habe ich, aber ist schon sehr teuer geworden. Ja, auf jeden Fall. Ist teuer, aber hey, ihr müsst euch mal den Markt anschauen. Das ist gigantisch. Das ist ein Markt, der hat noch gar nicht richtig angefangen, sich zu entwickeln. Wir stehen da noch ganz am Anfang. Scheint so, dass der Supermarkt, das herkömmliche Modell ist, du ins Einkaufscenter gehst und so einkaufst, scheint wohl mehr oder weniger der Vergangenheit anzugehören. Die Leute bestellen, mache ich auch schon. Fastenal ist schon hoch bewertet, aber es ist eine Gelddruckmaschine. Mit diesen Automaten in Fabriken stehen die und da können die Leute ihre Schrauben kaufen und Werkzeuge und Schraubschlüssel und Muttern und Nägel und Desinfektionsmittel. Dann war es das mal. HelloFresh animiert Leute zum Kochen. Genau. Ist auch vielleicht sehr gesund. Daheim kochen. Unilever ist auch eine super Aktie. Ich hab sie nicht. Ich habe Procter & Gamble. Das Gegenstück aus Amerika. Lieferservice. Dann macht's mal gut. Bis die Tage. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Und bis die Tage, ich bin mal öfters hier.